Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Video zu Dark Souls 3. Und zwar wollte ich mal schnell ein Video machen, in dem ich euch zeige, wie ich immer sehr schnell Seelen farme. Das sind so an die 60.000 innerhalb von 4 Minuten. Kommt immer auf das Equip an. Ja, also ist hier in den großen Archiven, wie ihr unschwer erkennen könnt. So, ich habe hier das Schild des Verlangens, das erhöht natürlich, erhöht die Seelen, die ihr bekommt, ein gutes Stückchen. Dann der silberne Schlangenring, der erhöht die Seelen noch ein gutes Stückchen. Also noch ein kleines bisschen. Dann gibt es noch das Symbol der Habgier. Damit erhöhen sich die bekommenen Seelen sehr. Also am meisten von den ganzen Items, die es dafür gibt. Aber man kriegt auch Leben abgezogen, deshalb habe ich es nicht an. Und dann gibt es noch so ein Stab von einem Mönch oder so, keine Ahnung, wie der genau heißt. Auf jeden Fall erhöht er auch die Seelen, die man bekommt. Und den gibt's irgendwo am Drachengipfel, irgendwas, keine Ahnung. Gucken, Erzdrachengipfel, genau. Da droppen die Zauberer den ab und zu mal. Und dann würde ich sagen, geht's einfach mal los. Das Schild müsst ihr übrigens auch nicht in der Hand halten. Das reicht, wenn es sekundär ausgerüstet ist oder auf dem Rücken ist. Die Seelen bekommt ihr trotzdem. So, dann geht's mal hier los. Mein erster Gegner, wer will, kann hier rechts den Ritter noch mitholen. Den hole ich nie mit. Da habe ich schon gut Schaden bekommen, was eigentlich nicht so schlimm ist. Scheiße. So. Das wollte ich zwar nicht, aber das ist ein guter Tipp, wenn man hier farmt. Jetzt bin ich schon sehr langsam, egal. Ihr könnt das Ganze ja schneller machen als ich. Ihr kriegt dann kein Leben abgezogen, beziehungsweise werdet von den Händen hier aus dem Bücherregal nicht verflucht. Das ist eigentlich sehr gut, wenn ihr den Kopf in das Wachs taucht. Vorbeigeschlagen, den will er irgendwie nie anvisieren, keine Ahnung warum. So, dann geht's hier weiter. Wer will, kann hier rechts die beiden komischen. Meine Nachricht wurde bewertet. Die komischen beiden von denen her noch töten. Das mache ich jetzt nicht. Das dauert dann halt ein paar Sekunden länger und ist auch eigentlich gar nicht nötig. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch noch den Ring anziehen, dass es schneller Ausdauer regeneriert, dann geht das auch noch ein gutes Stück schneller. Kommt ganz drauf an, wie ihr spielt. Aber das geht mir eigentlich so schon schnell genug. Ah, seht ihr, da bekommt man jetzt keinen Schaden, auch wenn man mittendrin steht. Das ist richtig geil. So. Bisschen Leben abgezogen hier, macht nichts. Ist nicht weiter schlimm. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Stellen, die gut zum Seelenfarmen sind, aber das hier ist eine der einfachsten, finde ich mal. Boah, scheiße, das war. Da habe ich gut kassiert. So, dann geht's hier die Leiter hoch. Dann ist der Run auch gleich vorbei. Das Video geht jetzt länger als gedacht. Habe am Anfang ein bisschen länger gebraucht. Aber das ist nicht schlimm. So, das war einer der letzten Gegner. Jetzt kommen noch drei. Wer Bock hat, kann auch noch rechts die Treppe hoch und die Gargoyles außen besiegen. Die geben auch noch gut Seelen. Dauern halt länger. Wer die Zeit benutzen will, kann das machen. Das hier reicht mir eigentlich. Das geht schnell und bringt viele Seelen. Jetzt hier schon 55.000 Seelen. Meine Nachricht wurde bewertet. Da am besten immer anschleichen bei dem, weil der ist ziemlich heavy.
das war's. Da seht ihr jetzt über 60.000 Seelen mit dem Stab und dem Symbol der Habgier, kriegt ihr noch mehr. Hier meine Seelen, die ich beim letzten Mal gesammelt habe, sind schon über 100.000. Also, das geht relativ schnell. So, ja. Dann sag ich mal Tschaußen. Vielleicht sieht man sich im nächsten Video oder mal bei meinem Livestream, wenn ihr Bock habt einzuschalten. Und viel Spaß beim Farmen, Leute. Tschaußen, haut da rein.